Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach Hurith. Der sollte ja in einer Oase sein, irgendwo südlich von Lago, meine ich. Also von hier. Und ich denke, dass das da vielleicht schon die Oase ist, wo Hurith ist, damit wir auch Batras dahin schicken können. Und hier gibt es ein paar Snapper. Ich speichere noch einmal. Und wir brauchen Fleisch. Ein Urvieh. Dann lassen wir das mal gegen ein Urvieh. Eins gegen eins. Hab ich aktuell nicht die Eier zu, sage ich ganz ehrlich. So, aber ist das die Oase, wo Hurith ist? Komm, Sandcrawler schaffen wir. Das sind Rhinos. Sind die jetzt hinter mir her, die Rhinos? Ne, die Rhinos sind nicht hinter mir her. Okay. Aber Sandcrawler schaffen wir locker. Vor allem, wenn die einzeln sind. Eigentlich im Grunde schaffen wir alles, wenn die einzeln sind. Glaube ich. Außer ganz große Viecher. So, haben wir das. So, die kleinen Viecher schaffen wir auch. Okay, sind doch ein bisschen viele. Sind doch ein bisschen viele, zu viele. So, und jetzt nochmal. Speichern wir auch. Hier sind auf jeden Fall ein paar Nomaden. Das waren wirklich sehr viele von denen. So, noch ein Heiltrank. So, und looten wir die mal. So, sind auch viele im Wasser gelandet. Gibt es keine mehr? Waren das doch so wenige? Oder war das ein... Ach ne, da waren noch welche. Na, komm her, mein Kleiner. So, dann haben wir sie alle jetzt. Dann gucken wir mal, wer die Leute hier sind. Also, ob hier Hurith ist. So, dann hier. Nehmen wir auch nochmal mit. Erstmal alles looten. Nomade, 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 Hurith! Bring mir was über die Jagd bei. Was kann er beibringen? Dazu bist du noch nicht bereit. Da fehlt mir noch Jagd. Dazu bist du noch nicht bereit. Aber okay. Dann auf nach Laro, dann wissen wir ungefähr, wo der ist. An dem Ding müssen wir vorbei und bringen Batras hierher. Ich hatte zumindest gedacht gehabt, man könnte ihm zumindest sagen,
dass da hinten jetzt Lago befreit ist. Also Lago ist frei. Und zwei Tempel sind von Orks befreit. Und aktuell sieht das auch eher danach aus, als würden wir uns den Menschen anschließen. Aber ich bin auch mittlerweile jetzt am Überlegen, dass wir einfach sagen, scheiß drauf. Das ist bei mir hier einfach irgendwie so ein ewiges Hin und Her, für welche Seite ich mich entscheide. Es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid dafür. Da ist Lago. Und das sind mir ein bisschen zu viele Schakale. Da auch schon wieder welche. Ich speichere einmal. Ne, hier sind sie nur zu dritt. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? 715.000. Wir haben 697.000. Jetzt will ich mal wissen, hat sich Lago eigentlich jetzt in der Zeit, wo ich weg war, verändert? Nur Watras ist hier am Rauchen. Gehen wir zu Hurit. Gehen wir zu Hurit. Etwas Bewegung wird meinen Beinen gut tun. Ich werde dir folgen. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Watras wird weggebracht. Vielleicht noch mal kurz speichern. Ich hatte jetzt erwartet, dass hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vielleicht ein paar Leute da sind oder so. Warte, dass du kommst hinterher. Ich glaube aber auch irgendwie, dass wir wahrscheinlich eher erstmal alles befreien werden und dann den ganzen Leuten hier auch mal einfach allen in den Rücken fallen. Wie ich mich genau entscheiden werde, bin ich mir noch nicht sicher. Watras? Versuch mal hier rum. Okay, hier rum scheint es zu gehen. So, da hinten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, irgendwie habe ich jetzt auch wegen der Wüste hier Bock, Prince of Persia zu zocken. Die alten Teile. Die müsste ich eigentlich auch alle haben. Ich glaube, ich fange einfach mal demnächst so, weil das ja kleinere Spiele sind. Klar, dauern die einige Folgen. Aber irgendwie habe ich Bock, das zu zocken. Fange ich auch mal demnächst dann an, würde ich sagen. Von Tomb Raider wollte ich machen. Ich wollte Tomb Raider auch noch, die komplette Saga. Also nicht nur die neueren Teile, sondern auch die alten Teile. 1 bis 6, glaube ich. Angel of Darkness, Temple of Osiris und so weiter. Die wollte ich ja auch noch im Stream sogar machen, auf Twitch. Leider habe ich nicht die PS2-Version davon, von den alten Teilen. Leider nur die Steam-Version, aber mit Controller wird das wohl auch funktionieren. Gehe ich mal von aus.
liebe Hel hatte ja gewünscht gehabt, dass ich dann die verbuggte Version von damals nehme. So, Vatras. Wir achten immer wieder irgendwie auf Vatras. Nicht, dass er uns verloren geht, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht, dass er auch noch drauf geht. Zumindest noch nicht. So, ist das hier das jetzt, wo Hudet war? Ich hoffe schon. Entschuldigung. So, Nomade. Hudet. Du bringst uns Vatras zurück. Der Dank meiner ganzen Sippe ist dir gewiss. Wir werden mit dir teilen, was wir besitzen. Zeig mir deine Ware. Okay, dann zeig mal her. Was hast du? Giftpfeile. Normale Pfeile. Wie viele normale Pfeile haben wir noch? Obwohl, wir haben hier nur noch ein bisschen was zum Verkaufen. Das hier. Das. Guternte wollten wir behalten, aber die Assassinschwerter, Assassinenmesser und die Knüppel. So, was haben wir hier? Sprengpfeile, Kopfnüsse, Feuerpfeile, Bolzen. Ja. So, Vatras. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, meine Stimme. Ich glaube, ich habe einen Froschmals oder sowas. Du hast mich sicher geleitet. Ich danke dir. Geschenkt. Wenn du es wünschst, werde ich dich segnen. Segne mich. Segne mich. So wie der Wind dich allzeit begleitet, wird Adanos auf deinem Weg bei dir sein. Mögest du die Kraft finden, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Geh mit dem Segen Adanos. Nochmal 2500 Erfahrung. Nice. So. Kann ich denen aber sagen, Lagos frei? Hurrit? Bring mir was über die Jagd bei. Warte mal, das hier kostet ja 15 Lernpunkte. Wir haben 33. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dafür fehlen uns 6. Gut so. Gut. So. Ich will meinen Umgang mit dem Bogen verbessern. Du musst schnell sein, aber bleib trotzdem ruhig. Du brauchst eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Sonst verschwendest du nur deine Pfeile. Okay, 12 Punkte haben wir noch. Dafür fehlen mir bist du noch nicht bereit. 25 Jagdgeschickpunkte, okay. Okay. Dann, das sind jetzt unsere Quests. Hier finde Xardas, der fünfte Tempel. Fünfte Tempel? Weißt du was über den fünften Tempel? Ah, der verschollene AT-13. Ich habe alle Informationen dazu zusammengetragen. Bitte die Kurzversion. Gut, wir glauben, es gibt 5 Tempel. Und in jedem liegt ein Artefakt, richtig? Ja. So sollte es auch sein. So war es aber nicht. Das letzte Artefakt, ein Ring, ist niemals im Tempel gelandet. Zum Glück für uns, denn sonst wäre diese ganze Geschichte schnell zu Ende. Wo ist dieser Ring denn? Lass mich dazu eine weitere Textstelle zitieren. Aber er ging nicht zum Tempel und seine Schritte führten ihn weit weg aus dem Land seiner Väter. Heißt das, er ist nach Norden gegangen? Das ist anzunehmen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Kann es sein, dass hier, dass dieser eine Fleck da oben, sieht sehr verdächtig aus, dass da vielleicht er ist? Ich würde so oder so wieder jetzt nach Nordmar gehen. Und auch nach Faring. Weil ich jetzt irgendwie doch ein bisschen Abwechslung brauche, wieder von der Wüste. Aber immerhin sind hier nicht mehr so viele Untote gewesen. Klar, wir haben jetzt Lester verloren an einen der Untoten oder an drei der Untoten. Und ich habe wenig Lust, jetzt noch jemanden zu verlieren, sagen wir mal so, von den Freunden.
So, das denn wieder? Immer dieser Ruckler, die einen dann so von der Kamera her zu weit nach links oder rechts ziehen. Wir haben jetzt aber noch 12 Lernpunkte. Müssen wir schauen, was wir damit machen. Das würde ich eigentlich gerne machen. Meisterbogenschütze. Hierfür brauchen wir Bogenschütze, den haben wir. Benötigtes Jagdgeschick 225. Oh, da fehlen uns 75 für. Ja gut, ja, irgendwie kommen wir schon da durch. Boah, es tut mir echt leid. Irgendwas stimmt echt nicht mit meinem Hals. Löwe. Obwohl, Löwe ist alleine. Die Löwen. Haben die Fleisch? Da! 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 Wieso trifft er gar nicht? Jetzt ernsthaft? Fand ich jetzt nicht so nice. Ah, dieser Ruckler. Ich hasse diese Ruckler. Ich hasse die wirklich hier. Da sind zwei Warane. Von uns getötet, oder? Von uns getötet, okay. Ah, hier sind... Okay, ich weiß, wo wir sind. Vor allem, ich will auch endlich mal die Dings hier abgeben. Die Wolfsfälle, die wir eingesammelt haben. Sind ja schon mittlerweile mehr als 10. Und warte mal, Lago ist aber immer noch lila. Kann es sein, dass die vielleicht auch die Farben ändern? So. Wir haben hier 4 rote Gebiete. Okara, Nemora, Redok und Vanguard. Obwohl Adair ist auch grün. Gotha ist halt schwarz. Hier ist blau. Hier ist alles lila, deswegen ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt nach Haring. Erstmal nach Haring und dann wieder nach Nordmark. Und gucken, ob wir da schon mittlerweile besser zurechtkommen. Obwohl, warte mal, wenn wir gucken, Adair. Kapdun, die Truhe des Alchemisten. Befreie Kapdun, vernichte die Rebellen. Wir haben nur noch die Truhe des Alchemisten in Kapdun. Wir haben nur noch das offen. Vielleicht können wir einmal auch da einen kurzen Abstecher machen. Die Truhe jetzt nochmal suchen, finden. Und dann das auch erstmal befreien. So. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt, glaube ich, erstmal entschieden fürs Erste. Und dann am Ende fallen wir den Menschen auch noch in den Rücken. Und dann gehört die ganze Welt uns. Dann sind wir der alleinige Herrscher über das alles. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann Angst, irgendwann hier nach erstmal Götterdämmerung und dann noch Arcania und dessen DLC zu spielen. Weil
Da ist quasi die Geschichte einfach über den Haufen geworfen, so wie ich das mitbekommen habe. Und allein darüber nachzudenken, das tut mir jetzt schon ein bisschen weh. Ich habe immer noch Angst davor. Wir werden das durchziehen, wir werden das Leid ertragen, aber Angst habe ich trotzdem davor. So, hier sind Snapper, die will ich. Ich will das Fleisch von denen haben. Ich brauche wieder Fleisch. So. Gibt's hier noch mehr? Die Truhen sind auf jeden Fall alle leer, aber ich wollte das Fleisch haben. So, die 10 Erfahrungspunkte nehme ich auch mit. So, wie viel fehlt uns noch? Ja, 13.000 Punkte. Die nächste Stufe. Eigentlich vor Geldern gibt es sehr viele Snapper. Da können wir auch nur sehr viel Fleisch holen. So, jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir entlang? Hier? Das ist der Tempel von Treles, meine ich. Kann das sein? Was wir da sehen, da hinten? Hatten wir den schon komplett? Ja, ich meine, wir hatten den schon komplett erkundet. Hier ist wieder so ein Rhino. Wer hat mich hier im Visier? Wo kommst du denn her, hä? Ein verbranntes, knuspriges Stück Fleisch. Boah, ich muss auch Enderal irgendwie wieder aus dem Kopf kriegen. Müsste jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen, wo ich das hier aufnehme, die Folge rausgekommen sein, wo das sehr stark Thema wurde mit dem verbrannten, knusprigen Stück Fleisch. Der rote Wahnsinn. So. Genau. Hier geht's nach Montera. Eine Schnapsbeere. Wie schön. Die drei Ripper lassen wir in Ruhe. So, Heilpflanze. Wie sieht es eigentlich mit denen da aus? Da war ja was. Von dem Tempel. Die mussten wir ja auch irgendwie kaputt hauen. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 Orks. Vor allem dessen Amulett wollten wir hier noch haben. Von Kamak. So. 4 Fleisch nehmen wir schon mal mit. Aber drinnen war jetzt nichts, glaube ich. Da haben wir ja alles. Die hatten wir ja gelootet. Die hatten wir gelootet. Eine Fleischwanze. Wie habe ich die denn übersehen? Es gibt wieder Fleisch.
Noch eine leere Truhe. Wo ist der Ausgang? Da. Es waren 5 Tempel. 1, 2, 3. Und das ist der 4. 1, 2, 3, 4. Da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Und hier jetzt auch. Den einen hat dann jetzt Kammer wahrscheinlich, der hat ein Artefakt. Ich will es mal riskieren, wenn wir die jetzt kaputt hauen. Okay, warte, warte, warte. Gehen wir einmal kurz auf Abstand. Bleib stehen, Mora. Da. Super. Da, da. Vielleicht nochmal auf Abstand mit Bogen. Irgendwie. Nein, nicht runterrutschen, ja? Okay. Wird so einfach, wird nicht so einfach. Vielleicht einzeln weglocken, irgendwie, wieder. Auf den einen erstmal draufhauen und dann weglocken. Einen nach dem anderen und umnieten. Die nehmen wir mit. So. Einmal mitkommen, bitte. Der nimmt meine Waffen weg. Okay. Ich kann aufstehen. Heiltrank. So. Warte mal. Mein Schild. Muss ich wieder ausrüsten. Kammer, böse. Das fällt mir jetzt gerade gar nicht. So, schnell wieder raus. Wie viel Leben haben die noch? Ich hoffe, die haben sich jetzt nicht geheilt. Verdammt! Das war jetzt doof. Okay, vielleicht erstmal anders. Strategie anders machen. Wir brauchen eine andere Strategie. Vielleicht erstmal die, die ein bisschen weiter außerhalb sind, zuerst. Oder vielleicht von hier oben. Nicht runterfallen.
So. Leute, ihr wollt damit aufhören. Es gibt einen Kampf. Auf diese Art? Der dürfte jetzt nicht zu mir hochkommen können. Okay. Der wird nicht zu mir hochschaffen. So. Die beiden sind schon mal tot. Das speichere ich einmal. Jetzt sind nur noch Tempek und Karmak und noch ein namenloser Ork da. Leute, es gibt einen Kampf! Mach schon! Bleib stehen! Nein, jetzt hat er nicht. Wird nicht gekämpft, Mora. Merkt ihr Gold? Moras brauchen die Waffen. Ja, jetzt hat er mir meine Waffen weggenommen. Aber wir haben zum Glück gespeichert. Ohne Waffen kann ich da jetzt nichts machen. Obwohl, warte, der hat jetzt mir nur den Bogen weggenommen, hä? Egal, jetzt habe ich den Fehler gemacht zu laden. So. Dann hau ich. Was höre ich denn da? Oh. Kann ich ihn nutzen, damit er hier hochkommt? Bitte nicht runterrutschen, ja? Das Ding schaffe ich auch alleine. Ja, dann mach mal bitte. Jetzt wird's lustig. Obwohl. Ja. Was für ein Brock. Nein! Verschwinde von hier! Kluges Kerlchen! Hä, was ist dein Problem jetzt? Wie, jetzt hat er jetzt auch noch was getrunken? Schwaffele Kerlchen! Auf dich! Einmal kurz Abstand halten. So. Und. Okay, jetzt wird's schwierig, warte. Der eine glitscht da hier hin, okay.
So, was mit ihm jetzt? Gib's ihm! Da! So, einen Moment. So. Und ich muss eben kurz eine Unterbrechung machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt, wir haben dich befreit. Haben wir geschafft. Tempek ist auch hinüber. Wo ist seine Waffe? Und Kamak. Sein Klingenstab. Hier, leere Fläschchen und dann ein altes Amulett. Stärke plus 5. Liebeskunst nochmal plus 1, nice. So, geh was jetzt mit... besser. Die mögen besser, mich nicht mehr. Gehst weiter, sonst kriegen ich wir noch beschäftigt. Okay, was ist deren Problem jetzt? Aber ey, das haben können wir speichern. Wir haben das befreit. Und gerade auch noch in dem Moment wurde ich angerufen, halt, wo wir das jetzt den Kampf hatten gegen die. War jetzt auch ein bisschen doof von der Zeit. So, wo führt das denn hin? Ah! Keinen Schritt weiter! Steve! Ruhig bleiben, Kleiner, ich tu dir nichts. Halt's Maul, wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Boah, ich mach mal das. Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Ruhig bleiben, Kleiner. Ich tu dir nichts. Du bist doch nicht gekommen, um Ärger zu machen, oder? Noch nicht. Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Das hier ist ein Rebellenlager. Ich bin Rebell und kämpfe für den König. Aha. Und schon Orks getötet? Und? Schon Orks getötet? Bisher war ich noch nicht in einer Schlacht. Aber ich freue mich schon darauf, einem Ork das Fell über die Ohren zu ziehen. Hm? Du legst dich doch nicht mal mit einer du legst dich mal ein Fleisch. Du legst doch nicht mal eine Fleischwanze um. Ich habe schon viel geübt mit meinem Schwert. Die Orks sollen ruhig kommen. Ja, ja. Hm? Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Ich passe auf, dass sich niemand an das Lager hier heranschleicht. Ist dir ja prima gelungen. Na, das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht bei den ganzen Viechern in dieser Gegend. Aber am meisten Angst machen mir die Untoten in der Höhle da drüben. Möchte nicht wissen, was die mit einem anstellen, wenn die einen zu fassen kriegen. Oh, dazu könnte ich dir einiges erzählen. Ich könnte die Untotenhöhle für dich aufräumen. Du traust dich wirklich in eine Höhle voller Untoter? Wäre nicht das erste Mal. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir 300 Goldmünzen, okay? Ich denk drüber nach. 300 ist ein bisschen wenig, finde ich. So. Haben wir hier noch ein Lager gefunden, einfach mal? Die Höhle? Wir haben ein bisschen Fleisch gesammelt, glaube ich. So, Lagerfeuer. Ich setze mich mal dazu, ja? Die Herrschaften. Eine Fleischpanzer haben wir. So, Rebell. Rebell und Steve. Ich weiß, Mann, ich weiß. Diese Höhle meinen die jetzt? Oder nicht diese Höhle? Rebell? Rebell? Charles! Da bist du ja endlich! Ich dachte schon, du würdest nicht mehr kommen. Hä? Kennen wir uns? Kennen wir uns? Bist du etwa nicht der Bote aus Nemora? Verdammt, ich muss wissen, ob Nemora noch steht. Bisher ist mir nicht bekannt, ob Nemora vernichtet wurde. Bisher ist mir nicht bekannt, dass Nemora vernichtet wurde. Dann musst du ihren Anführer davon unterrichten, dass wir hier feststecken. Nemora soll Verstärkung schicken. Schnell! Was machst du hier in dieser Höhle? Wir sind von den Orks überrannt worden, als wir den Tempel von Trelis sichern wollten. Sie sind wie besessen, wenn es um die Suche nach den göttlichen Artefakten geht. Sie kamen mit etwa 30 Kriegern. Da blieb uns nur noch die Flucht hierher. Die Orks am Tempel sind ordentlich dezimiert worden.
Sehr gut, dann können wir ja doch noch hoffen. Danke für diese äußerst gute Nachricht. Nice, okay. Hier gibt es auch noch jemanden, noch einen Rebell, okay. Ich benutze mal euer Bett, ja? Ist das in Ordnung? Bis zum nächsten Morgen schlafen. Gesundheit ist wieder voll. Und in Nemora muss ich dann auch noch einmal wahrscheinlich unterrichten. Dass die trotzdem noch Verstärkung brauchen. Aber welche, von welcher Höhle reden die da mit uns? Hör bloß da hinten auf mit die? Der Scheiße. Da hinten ist noch eine Höhle. Was haben wir hier? Holzkraut. Der letzte Scheiß. Das hört sich nicht gut an. Achso. Da! Daran lag's, okay. Ah. Hier sind wir. So. Okay, jetzt kommen sie da. Zu. Da, da. Da. Jetzt stirb doch. Na. Verdammt. Das war so schönes Fleisch. Das hätte so schön werden können. Nein. Okay, wir danach hätten wir speichern sollen. Okay, sagen wir nochmal Charles Bescheid. Da bist du. Klar, ich komm doch gern vorbei. Klar, ich komm doch gern vorbei. Dann lass uns gleich mit der Arbeit anfangen. Wie steht es um Nemora? Bisher ist mir nicht bekannt. Dann. Wir. Da kennen wir. So. Haben wir gemacht. Einmal Bett benutzen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann speichern wir. Wollte ich jetzt einmal ausprobieren, was passiert. So, wenn wir die andere Option nehmen. So, aber wenigstens wissen wir, wo wir sind. Also, hier sind zwei Snapper. Die will ich jetzt erledigen. Nehmen alles. So, hier auch nochmal. Und noch einmal speichern. Bevor wir die nächsten Snapper da vorne erledigen. So, komm her. Komm her, mein Kleiner. So, die haben wir alle drei. So, was ist das denn für eine Truhe? Und die Höhle ist dort mit den Untoten. Ja, da ist die mit den Untoten. Von denen die gesprochen haben. So, einmal speichern. Dann können wir Steve Bescheid sagen, wenn wir die einmal befreit haben. Das sind jetzt aber nur Skelette. Ich hoffe, keine Zombies oder Mumien. Jaulendes Skelett. Kommt da noch einer? Vielleicht einmal speichern. Wer kommt da jetzt?
Okay, ja. Den haben wir auch erledigt. Ich dachte, da kommt jetzt noch einer. So. Und nochmal speichern. Da sind nochmal zwei Skelette. Okay, gegen Skelette ist noch einfach. So, nehmen wir mit. Dann dürfte es hier keine mehr geben. Ja, okay, perfekt. So. Benutzen wir mal die Fackel, damit wir auch hier sehen können. So, schwere Truhe. Mal gucken, was da drin gibt's. Noch eine Metalltruhe. Okay, mehr scheint hier nicht zu geben. Ich frage mich aber, wer hier alles begraben ist. Ich wünschte, da hätten die mehr Zeit sich nehmen können, die Entwickler, Runya Bytes. Ich wünschte wirklich, die hätten sich da mehr Zeit nehmen können, für mehr Details, dass man wissen könnte, wer da jetzt begraben liegt und alles. Finde ich schade. So, Steve, die Höhle da drüben ist ein alter Friedhof. Die Höhle da drüben ist ein alter Friedhof. Die Skelette, die da hausten, sind jetzt nur noch Staub. Das ist beruhigend. Das ist mir 300 Goldmünzen wert. Fein. Ja, mir ging es um die Erfahrung. Sag ich mal. So, aber wir gehen mal den Weg. Wir wollten ja nach Kapdun eigentlich. Nochmal kurz. Kleinen Abstecher machen. Und nach der Truhe des Alchemisten suchen. Vielleicht speichere ich hier auch noch einmal. Weil ich gehe mal davon aus, dass hier vielleicht wieder ein Wildschwein da ist, das mich kaputt hauen will. Vor allem, ich habe eigentlich zu wenig von diesen, wie hieß das Waldvolk hier nochmal? Warte mal. Genau, Waldvolk. Bei denen irgendwie noch zu wenig einen Ruf mir aufgebaut und zu wenige von denen getroffen. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. So. Ich denk darüber nach. Hagon, heile meine Wunden einmal. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Klar, warum nicht? So, Bring mir was über Alchemie bei. Lehre mich Verwandlungstränke. Komm, machen wir das mal. Lehre mich Verwandlungstränke zu brauen. Verwandlungstränke erlauben es dir, für kurze Zeit eine andere Gestalt anzunehmen. Es versteht sich von selbst, dass du die nötigen Zutaten und einen Alchemietisch benötigst. Trotzdem gefällt mir das. Okay, verbliebene Lernpunkte 7. Am besten du hältst dich da raus. Okay, also, und das Alchemiewert haben wir 84. Wir könnten eigentlich schon rein theoretisch hier hingehen. So, scharfe Pfeile herstellen. Alles, was man braucht, ist ein Alchemietisch, ein Rezept, die Zutaten und das Wissen um die Herstellung. Am Alchemietisch kann ich Pfeile herstellen. Das hat uns gerade noch gefehlt.
Okay, aber wir gehen trotzdem nochmal weiter Richtung Khartoum. Und schauen mal zu, dass wir da alles mal befreit kriegen. Da ist Fleisch. Hase gibt Fleisch. So, auch wieder alles mitnehmen. Steinwurzel. Wofür war Steinwurzel nochmal gut? Die waren hier. Haben wir irgendwas, was permanent nochmal was gibt? Zauberwurzel gibt eine plus 7%, okay. Eine permanente Dinge haben wir gerade nichts, okay. So, da sind wir wieder bei Dominik. Ich würde eigentlich auch gerne mal auf die Berge hier hoch und so. Ich weiß nicht, ob es hier Wege gibt oder ob das nur so da ist. Aber ich würde das gerne können, einfach mal da hoch. Und gucken, was da oben zu finden gibt. Und wir sind auch eigentlich zu sehr auf den Wegen noch unterwegs, außer in der Wüste bis jetzt. Du hast mich erschrocken. Vor allem, eigentlich, wir sind schon Stufe 52. Ich frag mich jetzt mittlerweile, ist es überhaupt möglich, eigentlich alles hier zu skillen? Von den Quests her wird das irgendwann ja aufhören. Und jetzt stelle ich mir halt nur noch die Frage, also klar, wir hätten eigentlich vielleicht das hier viel, viel früher lernen sollen. Dann hätten wir von Anfang an vielleicht einen Lernpunkt mehr gehabt. Aber ich glaube schon, dass wir es schaffen können, alles hier zu lernen. So, das nehmen wir mit. Und ich bin auch froh, dass wir es eigentlich zumindest geschafft haben mit den Dings hier. Wie heißt er da nochmal? Mit den Christa, die scheuen Hirsche, dass wir die gefunden haben. Da bin ich froh, dass wir das auch noch geschafft haben, die zu finden. Und nach Vanguard müssen wir auch nochmal hin. So. Nochmal ganz kurz gucken. Redok haben wir keine Mission. Und Khartoum haben wir, befreie Khartoum und die Truhe des Alchemisten sowie vernichte den Rebellenuntergrund in Khartoum. Redok ist halt das Rebellendings hier. Da läuft noch Fleisch, aber den lassen wir jetzt mal in Ruhe. So, wenn wir hier dann
Hier können wir noch mal schlafen gehen. So, Bett. Bis zum nächsten Morgen. Hier Lagerfeuer noch mal benutzen. So, einmal die 7 und noch mal die Fleischwanze. Und speichern. So, Silas. Warte mal. Ich speichere nochmal. Wenn wir jetzt mit jedem einmal Taschendiebstahl machen. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du dreckiger Dieb. So, Silas, komm mit. Was will der jetzt? Ist er hinter mir her oder gegen Silas? Der haut auf Silas ein, okay. Unruhestifter können wir hier nicht gebrauchen. Schön, dass wir uns einer Meinung sind, Sklave. Kein Gold? Das ist bedauerlich. So. Hast du es gezeigt? Silas, sind wir schon mal los. Ich fand super, dass der Sklave da auf unserer Seite war. Halt! Irgendein Marder bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Gamal? Nee, warte. Ich werde hier als Dieb gesucht, als Mörder. Ich find's super hier. Kaptun. Sind wir aber zumindest Silas schon mal los. So, Esil. Was war eigentlich die besagte Truhe des Alchemisten? Das hier? Ah! Das war die Truhe, okay. So, was sollte ich damit machen? Die Truhe des Alchemisten für Marlo. Deine Truhe würde sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Ah, okay, ist eigentlich schon erledigt. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge befreien wir Kaptun. Oder? Bevor wir das auch noch einmal an uns reißen, sagen wir so. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du dreckiger Dieb! Okay, komm mit raus. Das machen wir noch eben. Bleib stehen. Ja, ich bleib stehen. Komm. Den machen wir noch eben. Na, kommst du? Wir müssen das ja nicht in der Stadt klären. Wir können das auch hier vor, hier draußen klären. Habe ich kein Problem mit. Ja, wo ist er hin? Ah, da. So, komm. Weg mit dir.
Schön. Haben wir geschafft. Zwei Leute sind schon mal weg. Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter und befreien Khadun. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.